Jetzt beginnen sie wieder. Die Wochen, in denen man in Würzburg vielleicht häufiger auf Parkplatzsuche in der Innenstadt ist, um zum Beispiel vorweihnachtliche Besorgungen zu erledigen. Im Kundenzentrum der WVV sind die verschiedenen Parktickets wie Kurz- und Dauerparkticket sowie das wiederaufladbare Wertparkticket erhältlich. Das ist auch ein weiterer Baustein in Sachen bequemes Parken, weil der Kunde sich einfach mit dem aufgeladenen Ticket, wenn er das Parkhaus verlassen möchte, direkt an die Ausfahrt begeben kann mit seinem Fahrzeug und sich den Gang zur Kasse spart. Ja, weiterer Vorteil ist natürlich die kleine Rabattierung, die es gibt dabei. Also ich zahle für ein 20-Euro-Ticket eben nur 19 Euro. Bei dem 50-Euro-Ticket sind es 45 Euro. Und bei dem 100-Euro-Ticket zahle ich 85 Euro, also die bis zu 15% Ersparnis. Und so funktioniert's. Statt dem Parkschein wird an der Schranke das Wertparkticket eingeschoben. Der Kunde spart Zeit. Beim Ausfahren wird dann die Parkgebühr direkt von der Karte abgebucht und der Restbetrag angezeigt. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit gibt es wie in jedem Jahr die Adventsaktion mit Parkscheinen zum Sonderpreis. Also mit der Adventsparkticket-Aktion wollen wir einfach ein kleines vorweihnachtliches Geschenk an unsere Kunden geben, uns auch bedanken bei unseren Kunden. Und damit verbunden ist einfach eine weitere Rabattierung des Wertparktickets gegenüber der normalen Rabattierung hinaus. Ich zahle für ein 20-Euro-Ticket nur 17 Euro, für ein 50-Euro-Ticket nur 42 Euro und für ein 100-Euro-Ticket nur 82 Euro. Also eine Rabattierung bis zu 18%. Einen weiteren Service bietet die Mainfranken-App, mit der die Nutzer auf Parkplatzsuche gehen können. Fragen wie, wo ist der nächste freie Parkplatz, wie lange sind die Parkflächen geöffnet und wie viel kosten sie, können so beantwortet werden. 16 Parkhäuser und Parkplätze mit über 4000 Stellplätzen sind so zentral in Würzburg vernetzt. Und die werden in den kommenden Tagen und Wochen bestimmt sehr gut besucht sein.